Herzlich willkommen zu 1000 PSTV, eine weitere Folge der Online-Messe-Berichterstattung. Und jetzt sind wir bei Indian Motorcycles. Und Indian Motorcycles bringt eine neue Chief-Reihe. Indian Chief 1921, der erste Indian Chief, wahrscheinlich keiner von uns auf der Welt gewesen, aber diese ikonischen Bilder, die kennt man einfach. Ein wahnsinnig tolles, begeisterndes Motorradl ist das gewesen, Indian Chief 1921. Und jetzt gibt es drei Indian Chief Modelle. Das eine ist Indian Chief Dark Horse, Indian Chief Popper Dark Horse und Indian Super Chief Limited. Alle drei Maschinen haben etwas gemeinsam. Sie haben viel gemeinsam, aber unter anderem gemeinsam den 116 Kubik Inch Motor Thunderstroke von Indian. Und das ist ein luftgekühlter, großartiger Motor, meiner Meinung nach einer der schönsten Motoren, der je gebaut worden ist. Also diese Zylinderköpfe sind einfach unfassbar leibend, ganz großartig. Mich freut es extrem, dass dieser große Motor die Euro 5 Hürde gepackt hat. Ich glaube allerdings, das wird nicht einfach gewesen sein. Und ich habe jetzt auch noch nicht die richtigen Informationen über Leistung und Drehmoment. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, bei Indien nachzufragen, was es mit dem neuen Motor auf sich hat, wie stark der ist und wie schwierig es war, diese Euro 5 Norm zu erfüllen. Bitte, Indien, antworten Sie. Also, servus Zonko und erstmal vielen, vielen Dank, dass wir diesen Interviewtermin geschafft haben, trotz aller Schwierigkeiten, dass diese Corona-Zeiten anbieten. Leistung und EU5, genau. Also EU5 ist immer ein Thema, aber unser 116, also das heißt 1890 Kubikzentimeter Motor, war ja seit Ende 2019 schon EU5 homologiert. Das heißt trotzdem, EU5 ist immer ein schwieriges Thema. Und was schwierig ist, ist, es kostet einfach viel Zeit und viel Geld. Das haben wir aber in diese 116 Kubikzoll Motor eingesteckt. Und was mich sehr, sehr freut, ist, dass trotz der EU5 können wir eine satte 88 PS und 162 Newtonmeter in Drehmoment liefern können. Und das heißt, dieser Motor, das gibt es ja schon ordentlich Dampf. Großartig, bedanke mich ganz herzlich. Der Motor ist natürlich immer was ganz Zentrales, es heißt ja Motorrad. Aber wenn man einen Motor hat, ist es auch ganz wichtig, dass man den in ein gescheites Fahrwerk einsteckt. Jetzt habe ich diese drei verschiedenen Modelle. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Rahmen, dieses so ein klassischer Doppelschleifenrahmen aus Stahl, dass der bei allen drei Modellen identisch ist. Das würde ich aber wahnsinnig gern nachfragen bei Indien, ob das tatsächlich so ist und ob es eventuell auch Unterschiede bei einem Fahrwerk gemacht haben oder ob diese Fahrwerkskomponenten auch identisch sind in allen drei Modellen. Und vielleicht kann man mal sagen, wie diese Fahrwerke beschaffen sind, ob die einstellbar sind oder nicht. Vorn, glaube ich, habe ich einen relativ guten Federweg von 136 mm. Hinten der Federweg würde mich auch sehr interessieren, weil das ist ja ein richtiges Qualitätsmerkmal von Indian Motorcycles, dass nämlich auch die hintere Federung, obwohl das immer so einen richtig gedrungenen, tiefen Stil hat, immer ordentliche Federwege hat, die einen gewissen Komfort vermitteln. Da würde ich die Frage an Indien weitergeben, wie es ausschaut mit den Fahrwerken. Fahrwerk. Vorne ist es, haben wir unsere 46 Gabel mit 132 mm Federweg. Hinten ist ein einstellbares Federbein. Man kann den Preload justieren. Und wir haben um die 75 mm Federweg. Was wichtig ist für das Fahrwerk, ist nicht nur die Gabel und die Federbein, aber auch, dass es richtig tief und schön sitzt. Wir haben 26 Zoll in Sitzhöhe. Und Sitzhöhe bei diesem Motor ist ein ganz wichtiges Thema. Der andere, was wichtig ist, also so ein Motor muss richtig auf der Räder sitzen. Das muss schön sein.
Und wir haben viel, viel Geld in diese Rahmen eingesteckt. So ein einfaches Rohrenschleifrahmen heutzutage zu machen, ist nicht einfach. Und da haben wir wirklich viel Zeit eingesteckt, dass es auch ohne Karosserieteile, Tank und Kotflügel, dass es trotzdem richtig schön ausschaut. Das heißt, wenn du ein Custom bauen möchtest, ja, dann kannst du einfach die Karosserieteile unterbauen und du hast eine richtig schöne Basis, das zu machen. Okay, von der technische Ausstattung gibt es nur einen Punkt, der mich sehr interessiert. Ich habe gesehen, das ist so eine mörderische Armatur, eine runde Armatur, die aber alle DFD-Stückeln spült. Also wirklich ein Wahnsinn, was für Informationen da drinnen sind. Trotzdem diese klassische runde Armatur und ich glaube sogar mit Touchscreen-Funktion, also dass ich so drauf tippen kann. Das finde ich eine großartige Lösung. Wird es das bei anderen Indien-Modellen auch geben oder ist es jetzt nur für diese Chief-Reihe reserviert? Beziehungsweise auch, was kann das Display alles? Ja, der Touchscreen ist ja für uns ein richtig großes Ding. Das ist ja ein 4 Zoll Touchscreen mit Ride-by-Ride und wir haben tatsächlich geschafft, alles in diese kleine Gerät einzupacken, was auch in unsere große 7 Zoll gibt. Das heißt, wir haben 5 unterschiedliche Screens sozusagen. Das gibt's die Riders Info, das heißt KMH und so weiter. Da gibt's die Bike Info, Öltemp, Lufttemp und so. Das gibt's auch die Navigation, klar, Turn by Turn. Wir haben auch, du kannst auch dein Telefon anschließen. Du kannst dein Musikgerät anschließen. Was man nicht kann, das ist die Android Auto und CarPlay. Ganz einfach, weil die Hersteller von den zwei Softwares das nicht zulassen auf so ein kleiner Screen. Und, aber alles andere, das haben wir tatsächlich geschafft einzupacken in diese kleine Geräte. Ich finde es echt cool. Und das ist auch so ein kleines rundes Gerät, Touchscreen, das ist auch, mindestens was ich weiß, ein Industry First. Ja. Grundsätzlich vom Design her finde ich diese Chief-Modelle, alle drei, wirklich sehr, sehr leibend. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Macht eine wirklich schöne Linie, aufsehenerregend. Hat nicht mehr diese tiefgezogenen Kotflügel, die mir halt, das ist für mich immer was, wo ich sage, Indien sind diese tiefgezogenen Kotflügel. Da hat man sie verabschiedet. Aber die Linie selber ist wahnsinnig gelungen. Das schaut sehr, sehr harmonisch aus, diese Maschine. Und ist jetzt auch eindeutig also ein neues Segment bei Indien. Also diese eine, diese klassischen, die schauen anders aus. Und der Challenger schaut auch komplett anders aus. Insofern ist da jetzt eine neue Linie entstanden, die mir sehr taugt. Wo ich persönlich auch glaube, dass die sehr, sehr viele Leute treffen wird. Vielleicht dazu vielleicht auch noch eine Aussage von Indien, warum man da jetzt noch eine zusätzlich zu dieser klassischen und zu dieser eher sportlichen Linie von der Challenger noch eine dritte Linie aufmacht. Ich persönlich habe, wie gesagt, über Freude damit, aber vielleicht gibt es dort irgendwelche Überlegungen dahinter, die ich jetzt bis jetzt noch nicht drauf habe. Ja, wegen den drei Modellen ist es ja so, man kann ein bisschen vereinfacht sagen, dass die drei Modelle holen seine Inspiration von unterschiedlichen Jahrzehnten. Die Super Chief, das ist ja wirklich ein Motorrad, das so in der Szene von Ende 40er, Anfang 50er gehört. Das heißt Marlon Brando und The Wild Ones, das heißt Hollister 47. Das ist genau dieser Typ von Motorrad, das da perfekt passt. Aber jetzt mit allen neuen Technologien, dass man einfach in ein modernes Fahrzeug haben möchte, aber nicht sehen. Die Chief Bobber, das ist ja so mehr Motorrad, das gehört zu den Mitte 60er. Das ist, das holt seine Inspiration von Dayman-Posters in Easy Riders. Das ist dieser typische Bobber mit hohe Lenker, Solo-Seat, Ford Pegs, das Dayman immer gezeichnet hat. Das ist auch so typisch, die Mopeds, dass man immer in diese
alte, coole Biker-B-Movies sieht. Glory Stompers, Wild Angels. Das ist genau der Ort von Moped. Die Chief, das holt seine Inspiration ein bisschen mehr von so Ende 70er, Anfang 80er. Und was bedeutet das? Ja, das war so, wenn Arlen Ness und die Jungs anfangen mit neue Technologien zu experimentieren in die Cruiser-Bereich. Das heißt, gegossene Räder, mitmontierte Fußrasten, kleine schmale Lenker, Solo Seat. Das ist mehr so die Art und Bauweise, dass man da in der Ära sehen kann. Alles in alles, was wichtig ist, wir haben versucht mit der Chief einfach diese Zeit zwischen 1953 bis heute, da haben wir unsere Inspiration geholt. Und da gab es auch viele Umbauten von der alten Chiefs. Und die vergisst man fast ganz einfach, weil die Original-Chief mit seiner schönen Schutzblech und Tank und Streamlining immer im Vordergrund steht. Aber da hinten gab es immer richtig coole Customs, das von den Chiefs gebaut war. Und die möchten wir jetzt zelebrieren in die drei Motorräder. Eine ganz entscheidende Frage ist natürlich Preis und Verfügbarkeit. Das vielleicht weiß man da schon was, wäre sehr interessant. Wegen Preis und Verfügbarkeit sieht es so aus, alles wird das später auf unserer Webseite stehen in Detail. Aber ich kann schon sagen, wir werden so um die 18.000 Euro in Deutschland preismäßig anfangen. Und Liefertermin bei unseren Dealers ist ja Ende April, Anfang Mai. Ja, und die letzte Frage vielleicht. Jetzt gibt es von dem Chief, Indian Chief, gibt es gleich drei Versionen. Im Baukastenprinzip ist eh, glaube ich, wirtschaftlich eine wirklich gute Überlegung, großartig. Und mich würde es aber trotzdem interessieren, aus Sicht von Indien, wer da jetzt die verschiedenen Zielgruppen sind, wie man sich das ausgedacht hat. Ein Thema, das für uns sehr, sehr wichtig war, das ist ja das Thema Customizing. Das ist ja so. Wir können ja nicht für jeden Kunde die perfekte Motorrad bauen. Da müssen wir 10.000 unterschiedliche Motorräder darstellen. Aber was wir können, ist die perfekte Basis für jeden Kunden, dort drauf sein eigenes zu machen. Und das war wirklich unser Ziel. Dass jeder von unseren drei Chiefs, das muss wirklich die perfekte Basis für die Kunde, die perfekte Basis zum Customizing zu sein. Und was wichtig dafür ist, ist einfach die Motorrad einfach zu halten. Und alles, was da drunter steckt, sehr schön zu machen. Das heißt, wenn man den Tank wegbaut, die Schutzblech wegbaut, die Seitencover wegbaut, alles, was da drunter steckt, muss schön, clean, mechanisch ausschauen. Wichtig ist auch der Rahmen. Das ist ein ganz einfacher Rahmen, Stahlrohr, Gussteile, dass man auch selber ganz leicht umbauen kann. Das heißt für uns, das war wirklich einer von diesen Worten, das immer im Vordergrund gestanden war. Customizing, einfach halten, fertig. Weltklasse, einfach großartig, hab viel gelernt. Ich finde diese drei Motorradeln wirklich beeindruckend, habe eine echte Freude, dass der 116 Kubik-Inch Thunderstroke-Motor, dass er die Euro 5 Hürde genommen hat, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, einer der schönsten Motoren, der je gebaut worden ist, und ich freue mich wahnsinnig auf eine Probefahrt. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ciao, Papa, grüß euch. Ciao.